Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arcania Gothic 4. So, ich stehe jetzt hier im Hafenviertel, glaube ich, habe ich geglaubt, aber da hinten ist eine Ahnbeil. Schauen wir mal, sieht's im Video. Die fliegt da hinten rum. Ich habe jetzt hier komplett Dingens durchgesucht, bis ich sie dann hier gesehen habe. Oh ne, hier geht's gar nicht lang. Wie komme ich denn da jetzt überhaupt hin? Ich hoffe mal hier. Nee. Wie komme ich da hin? Oh, da muss ich hier ganz außen rumlaufen. Ja, weil da hinten, das gehört für mich nicht, also da, wo diese Anbeil ist, das gehört für mich nicht zum Hafenviertel oder auch nicht zum Tempelviertel. Also für mich ist das der Hafen, aber scheinbar ist das dann doch das Armenviertel. Man kann nichts dagegen tun. Wo muss ich jetzt? Ja, hier muss ich lang. Hier runter. Und dann da hinten ist irgendwo die Ahnbeil. Ja. Hier waren wir ja einmal schon mal kurz. Aber nur kurz. Und dann kämpfen wir doch jetzt auch mal gegen sie. Das wäre dann die vierte von den fünf, die wir töten müssen. Ich denke mal, das wird kein so großes Problem, genau wie die anderen, weil ich einfach nur die ganze Zeit draufhauen kann. So wie es aussieht, habe ich da auch recht. Gut, aber das ist ja nichts Schlimmes, wenn ein Gegner einfach zu besiegen ist. Gut. Das war... Bin ich jetzt hier? Ist das jetzt das Armenviertel? Ich guck mal gerade. Nee, Hafenviertel. Im Armenviertel ist also keine. Es sind zwei Stück im Hafenviertel. Naja, kann man nichts machen. Gut, gehe ich zurück zum Tempelviertel, weil dort war ja wirklich noch keine. Aber die muss ich ja auch erstmal suchen. Deswegen mache ich jetzt einen Cut und springe wieder rein, wenn ich die Anbael im Tempelviertel gefunden habe. Hallo und herzlich willkommen zurück nach meinem Cut. Ich habe die letzte Anbeil gefunden. Zufällig, weiß gar nicht mehr, in welchem Viertel ich hier bin. Aber ich glaube, es ist diesmal wirklich noch Tempelbezirk. Ja, das gehört zum Tempelbezirk. Allerdings ist das... Ja, egal. Hätte nicht gedacht, dass ich die hier finde. Aber ich habe sie gefunden, die letzte Anbeil. Das bedeutet Gutes. Denn nach dieser letzten Anbeil können wir zurück zum Tempel gehen und uns damit dann das Schläferamulett besorgen. So, und jetzt der schnellstmögliche Weg zum Tempel. Komme ich hier raus? Ja, nee. Ah doch. Hier runter. Bin ich denn jetzt? Ah. Das ist der Weg. Ja, hier waren die ganzen Belia-Kultisten. Okay, das ist ein bisschen, bis man die ganzen Anbails da gefunden hat, das ist dann doch nicht ganz so einfach, aber ich habe sie ja jetzt alle. Und jetzt rennen wir hier durch diesen Gang, wo wir vorher die ganzen Belia-Kultisten platt gemacht haben. Zumindest die meisten. Ein paar waren ja oben im Tempel, wo jetzt die Hochmagier stehen. Und Daranis, der steht ja auch noch. Die auf uns warten. Schade, ist der Sprintzauber ausgegangen. Aber jetzt sind wir auch so gut wie da. Da hinten ist ja schon die Treppe. Und dann geht es nur noch ein Stockwerk nach oben. Und dann haben wir es. Dann sind wir da und können dann hoffentlich auch die Barriere, ja. Wie kann ich dir helfen? Zerstören, wie auch immer. Die Herzen. Gib sie mir. Hier sind die Herzen. Endlich. Ich habe alles vorbereitet. Die Barriere wird fallen. Hallo, mein Freund. Oh, und da ist er auch schon weg. Dann skillen wir mal zuerst noch. Hier ist alles voll. Puh. Oder geht's da danach noch weiter? Ah, nee, da geht's nicht mehr weiter. Dann machen wir, was machen wir? Präzision ist unnötig. Was ist das eigentlich? Oh, schleichen.
Das habe ich ja noch gar nicht gebraucht. Gut, dann... Ja. Jetzt gehe ich hier mal noch weiter. Bitte nicht jetzt. Ich... Okay. Damit hätten wir jetzt also das... Amulett... des Schläfers. Okay. Wow. Was war das? So, reden wir mal mit Ihnen. Bitte nicht jetzt. Ich muss in mich gehen. Oh. Wen haben wir denn da hinten? Eine Erscheinung. Da wissen wir doch, wer das ist. Xadas. Oh, wieso ist der in so einer gebeugten Haltung? Es war also tatsächlich das Amulett. Gut. Und ob das gut ist? Ich bringe es jetzt zum König. Nein. Was? Wenn du jetzt sagst, dass du auch mit Xesha und deiner Decke steckst, werde ich sauer. Das Amulett in seinem jetzigen Zustand wird dem König nicht helfen. Es muss zurück zum Kloster auf der Meeresklippe gebracht werden. Das ist ein weiter Weg. Hoffentlich haben die Untoten Diegos Boot nicht versenkt. Bring das Amulett zu mir. Ich habe vorsorglich die Fassung bergen lassen. Du wirst sie brauchen. Die Fassung? Wenn du im Kloster bist, wirst du verstehen. Der nördliche Leuchtturm von Sorniara liegt direkt über einem Mana-Knoten. Ich habe dort einen Teleportationszauber vorbereitet. Er wird dich zu meinem Turm bringen. Jawohl. Von dort aus ist es nicht mehr weit zum Kloster. Du meinst den Leuchtturm, der unheimlich glüht? So ist es. Dein Weg führt durch den Friedhof. Ich habe Gorm beauftragt, das Tor aufzubrechen und den Weg für dich freizuräumen. Dort steckt er also. Cool. Endlich, wir kommen zu Xadas. Das ist doch alles, was ich wollte. Gut. Da ist auch schon das Tor zum Friedhof. Also gehen wir hier direkt mal durch, schnell zum Leuchtturm, dass wir zu Xadas kommen. Ich würde den nämlich jetzt echt gern mal sehen, wie er wirklich aussieht und nicht so als doofe Erscheinung hier. Gut, speichern wir mal wieder. Ich gehe mal davon aus, dass hier jetzt wieder ein paar Untote auf mich warten. Schade, Gorn ist weit und breit nicht zu sehen. Ah, vielleicht steht er da vorne an dem Tor, das könnte auch sein. Nee, aber hier liegen ein Haufen Untote. Naja, immerhin ist kein Magier dabei, das ist ja schon mal eine ganz gute Sache. Dafür haben jetzt allesamt eine Armbrust, aber egal. Die mache ich nass. Ach, jetzt blockt er alles. So, jetzt blockt er nichts mehr.